Wir Zeit zum Genießen, ein wunderbares Motto für den heutigen Abend hier in Frankfurt. Eine weitere Aktivität zwischen dem wunderbaren Kardinal Mendoza und selbstgedrehten, frisch gedrehten Zigarren aus der Dominikanischen Republik. Wir sind hier zu Gast in der Tabakmanufaktur Mercedes Reis und wollen mal schauen, was es hier an Zigarren gibt, was die Aficionados zu dieser Kombination heute Abend sagen. Lukas Benedikt Gabriel begleitet den Abend und wir hören gleich mehr dazu. Ja, da ist er wieder, unser Gesprächspartner in Sachen Kardinal Mendoza, der Lukas Benedikt Gabriel. Herr Gabriel, wir haben jetzt schon ein paar Sessions zusammen gemacht. Alles ein bisschen anders. Nürnberg, dann war Frankfurt, dann war Berlin und jetzt wieder Frankfurt, aber jetzt heute mal nicht in der normalen Lounge, sondern in der ganz kleinen Tabakmanufaktur. Was haben denn die Gespräche, die Besuche mit den einzelnen Händlern für Sie persönlich gebracht? Für Sie persönlich, letztendlich für das Haus Henkel? Ja, für das Haus Henkel natürlich mit der Marke Kardinal Mendoza nochmal eine neue Welt einzutauchen. Sie haben schon gesagt, jede Lounge hat so seinen eigenen Charakter und dadurch auch absolut jede Lounge die eigene Daseinsberechtigung. Angefangen in Nürnberg, in der Casa bei Jürgen Haase, ganz tolle Location. Dann hier nach Frankfurt gekommen, in die Babajo Lounge. Danach ging es nach Berlin zu Herrn Reich und dann heute wieder nach Frankfurt hier. Keine klassische Lounge, sondern wirklich mit Manufaktur, wo die Zigarren per Hand frisch gerollt werden. Also eine ganz neue Dimension und definitiv wieder ein Baustein in die Kardinal Mendoza Familie. Nun hört man ja allenthalben, dass viele der Gäste, die in diese Lounges kommen, zwar Rum und Whisky bisher kannten, aber Brandy gar nicht. Aber was ich so eingefangen habe, war immer das Ergebnis, wow, das ist was Neues, das passt und das will ich jetzt auch genießen. Das ist ja wahrscheinlich dann auch das Ergebnis, was Sie so mit nach Hause nehmen. Genau, das war auch absolut das Ziel, dass wir eben Brandy oder Cardinal Mendoza im Speziellen wirklich ja, in das Sichtfeld der Leute rücken. Whisky ist bekannt, Rum ist bekannt als Zigarrenpartner. Brandy ist meiner Meinung nach noch unterrepräsentiert. Und die Reaktionen der Leute zeigen eindeutig, dass definitiv Brandy zu diesen anderen beiden dazugehören sollte mit der Zigarre. Der Kardinal ist natürlich auch ein ganz besonderer Brandy. Das muss man immer wieder rauskehren. Brandy ist nicht Brandy. Und Sie machen das ja recht gut. Also sehr gut auf diesen Veranstaltungen. Ich glaube auch, dass die Leute gerne diese Geschichte mitnehmen. Dieses, Geschichten zu Produkten ist, glaube ich, wichtiger geworden als je zuvor. Sehen Sie das auch so? Ja, absolut. Ich denke, je authentischer dann auch jemand das vorstellen kann. Ich hatte das Glück, nach Spanien fahren zu dürfen, wirklich 4 Tage in Jerez die Gegebenheiten zu sehen, kennenzulernen, das Team hinter der Marke, die Familie, den Markeneigner und einfach diese kathedralenähnlichen Tore in der Halle aufzustoßen, der Geruch der Brandyfässer, des reifenden Brandys steigt in die Nase und wenn man sowas mal erleben durfte, ist es natürlich auch leichter, das den Leuten zu vermitteln und ich kann es jedem wirklich nur herzlich empfehlen, sich in den Flieger zu setzen, nach Jerez zu fliegen und Kardinal Mendoza wirklich selbst am eigenen Leib zu erfahren. Nun ist Brandy speziell, Kardinal Mendoza, eine sehr historisch gewachsene Geschichte, die Zigarre letztendlich auch. Die Tabakgeschichte war ja auch recht bunt und hat Höhen und Tiefen erlebt. Jetzt im Zusammenspiel Zigarre und Brandy merkt man einfach, dass hier auch Verbindungen kommen, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hat. Also, es ist ja auch ein südliches Produkt letztendlich. Der Tabak kommt ja aus der Karibik und der Brandy kommt ja nun aus Spanien. Also und Spanien und die Karibik und die Kuba und die Dominikanische Republik, das ist ja auch viel Geschichte. Ich denke, da kann man die Geschichte wunderschön weitererzählen. Genau, also beide Produkte ergänzen sich einfach toll. Es steckt wahnsinnig viel Handarbeit, wahnsinnig viel Liebe und Tradition dahinter. Und es war eigentlich lange Zeit auch hier in Deutschland für die Marke Kardinal Mendoza beide Welten zusammenzubringen. Und mit den ersten 4 Events, einschließlich heute, denke ich, war das ein toller Start und sicherlich noch viel für die Zukunft, was da kommen wird. Dann machen wir das weiter so und bringen den Brandy weiterhin in den Tabakwarenfachhandel, letztendlich dann zum Aficionado. Und ich freue mich auf die nächsten Sessions mit Ihnen. Ich ebenso, danke. Überall gibt es eine Hausherrin bzw. einen Hausherrn, also jemand, der so etwas veranstaltet, eine wunderschöne Location hier, eure kleine wunderschöne Manufaktur mit einer wunderschönen Bar. Und ihr habt heute mit uns zusammen, mit dem Kardinal Mendoza und mit euren wunderschönen eigenen Produkten einen Abend auf die Beine gestellt, der sich sehen lassen kann. Dankeschön. Also, ja?
Also da sind sehr reichlich viele Menschen hier. Also alles gefüllt, alles gut gestimmte Leute. Alles Menschen, wie ich jetzt schon gehört habe, die eure Zigarren lieben. Und ja, ich habe auch schon die ersten zwei hier verzehrt. Natürlich den Kardinal dazu auch probiert. Wie läuft das normalerweise bei euch ab? Ihr habt schon eine feste Klientel, die zu euch kommen. Ja, also wir haben schon in den 2 Jahren schon eine Menge an Stammgäste gesammelt. Und was wir hier halt anbieten, was sehr einzigartig ist, dass wirklich die Gäste individuell für sich nach Laune, ob sie was Mildes haben wollen oder was Kräftiges haben wollen, sich was rollen lassen können. Also quasi eine Custom-Zigarre. Mhm. Und dazu bieten wir halt auch eine Auswahl an Cocktails, an Rum und Whisky. Entschuldigung. Und ja, die Gäste können es sich hier gemütlich machen. Es ist eher ein bisschen uriger, ein bisschen, wo man sich zurücklehnen kann und die Zeit vergessen kann. Und das ist so, was wir den Kunden hier, also die Gästen hier anbieten, die immer in so einer stressvollen Stadt leben wie in Frankfurt, hier mal eine ganz kleine Oase zu finden, wo sie sich zurücklehnen können. Und das habe ich mit meinen Eltern zusammengestellt hier. Wunderschön. Jetzt hast du gerade eben angesprochen, was die Menschen bei dir, bei euch hier trinken. Normalerweise zur Zigarre, das kennt man ja, den Whisky, den Rum, ja. Vielleicht noch ein schönes Glas Rotwein. Ja. Aber den Brandy habt ihr bisher auch nicht im Programm gehabt. Nee, hatten wir auch noch nicht echt im Programm. Das hatten wir auch noch nicht so im Blickfeld gehabt. Erst als ich die ersten Flaschen bekommen habe von Cardinal Mendoza, habe ich mal was ausprobiert und habe gemerkt, dass da hier was fehlt und werden es auf jeden Fall mit in die Karte einführen. Ja, das passt echt gut zusammen. Wir haben ja auch jetzt extra für heute, für dieses Pairing-Event, haben wir extra für jedes einzelne Brandy eine passende Zigarre dazu gerollt, sodass dass das zusammen harmoniert, und sind gespannt, was jetzt die Kunden für ein Feedback dazu geben. Das werden wir gleich noch einsammeln, was die Gäste hierzu sagen. Aber ihr habt noch eine Spezialität. Bei euch kann ich ja eine Zigarre bestellen und kann die auch mit meinem eigenen Label versehen lassen. Ja. Kannst du uns da noch was zu erzählen? Vielleicht ganz interessant für die Zuschauer. Genau, also man kann nicht hier nur noch seinen eigenen Blend kreieren individuell, sondern auch noch das noch branden ab 30 Banderolen. Bei uns ist es halt das Besondere, wir bieten nicht nur das einfache Digitaldruck an, sondern bieten auch Goldfolienveredelung und Silberfolienveredelung ab 30 Stück an. Und das ist halt, sieht ein bisschen edler aus und wirkt exklusiver, auch für Veranstaltungen, für eine Hochzeit. Es macht das Moment einfach viel schöner und wertiger. Ja. Wie gehe ich da voran? Also ich melde mich bei euch und sage, ich hätte jetzt gerne eigene Zigarre. Ich hätte gerne einen eigenen Zigarrenring dazu und dann machst du Vorschläge? Genau, also ich frage dann, beziehungsweise ich frage sie dann aus, was wünschen sie sich denn gerne, was soll denn draufstehen, wollen sie ihr Firmenlogo drauf haben oder einen schönen Text, welche Namen sollen drauf, was für Farben mögen sie, beziehungsweise was haben sie sich vorgestellt, und dementsprechend schicke ich 1 bis 3 verschiedene Layouts raus. Und die nach der Freigabe werden die dann schön in Druck geschickt und genau. Also eigene Produkte, eigene Gestaltung, genau. Und den Cardinal Mendoza dazu. Was Besseres kann es nicht geben. Und wir finden den Abend hier wunderbar bei euch und macht ruhig weiter so. Dankeschön. Auf der Suche nach Genussrauchern bin ich ganz schnell fündig geworden. Bernd Hose, bekannt hier in der Frankfurter Gegend, in allen Clubs, Zigarrenclubs. Zigarrenclubs, genau. Und Bernd, du bist ja ein Zigarrenraucher seit vielen, vielen Jahren. Du genießt dies und du genießt jenes. Und ich habe jetzt mitbekommen, dass du hier in dieser kleinen Lounge auf Oesterwahr zu Hause bist und dir eine schöne Zigarre hier genehmigst. Naja, zu Hause ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ich war schon mal hier, hat mir ganz gut gefallen. Gina ist ja auch öfter mal bei uns mit ihrer Bündelware oder mit ihren frisch gerollten Zigarren im Club gewesen. Hat mir gut gefallen. Ich war schon auf mehreren Veranstaltungen hier auch. Was ist das für ein Club? Das ist der Kessmühl Genussraucherclub in Offenbach. Der sich einmal, muss man doch mal sagen, oder? Ja, muss man mal sagen. Der sich einmal im Monat trifft, am letzten Dienstag. Zigarrenraucher, Pfeifenraucher, im Prinzip alles willkommen. Ungezwungenes, sehr geselliges Beisammensein, sehr schön. Die Lokation ist ganz okay. Und im Sommer natürlich auch gerne draußen dann. Zu heute nochmal. Also wir haben jetzt heute frisch geraute Zigarren. Ja. Wir haben aber auch einen Cardinal Mendoza, ein Brandy. Ich habe dich vorhin mal so unter 4 Augen gefragt, hast du schon mal Brandy zur Zigarre getrunken? Da kam eine ganz ehrliche Antwort, die hieß,
Nein, noch bisher noch nicht. Ich bin eigentlich eher aus der Rum- und aus der Whisky-Fraktion. Und was sagst du jetzt, wenn du den Brandy probiert hast? Interessante Kombination. Ist so ein bisschen tatsächlich für mich wie zwischen einem Whisky und einem Rum, muss ich sagen. Ein bisschen von den geschmacklichen Aromen tendiert es eher zu einem runden, schönen, dunklen Rum, während die Schärfe eigentlich eher so ein bisschen vom Whisky eigentlich da ist. Muss ich auch zusagen, ich bin vom Whisky her eher derjenige, der diese ganz starken, getroffenen Whiskys wie Octomore oder Artback ganz gerne trinkt. Also, du warst Brandy-Fan? Weiß ich nicht. Wird auf jeden Fall in mein Repertoire mit aufgenommen. Passt gut zur Zigarre, auch in der Kombination mit Schokolade. Sehr, sehr schöne Kombination. Das ist doch schon was. Vielen Dank für das Gespräch, Bernd. Gerne. Ja, da sind nochmal zwei Zigarrenfans hier, ja. Aficionados, die sich hier in der Lounge eingefunden haben, um auch den Brandy kennenzulernen. Genau. Sind Sie mit dem Bewusstsein hergekommen, den Brandy kennenzulernen? Also ich habe schon mal Brandy auch probiert zur Zigarre und ich habe gerade so ein bisschen zugehört bei dem Interview vorher. Mir geht es ganz ähnlich. Es ist so ein bisschen, also vom Geschmack her, so in der Mitte zwischen tatsächlich Whisky und Rum. Ja? Also es hat eine gewisse Süße, es ist aber auch nicht, ich sage mal, so scharf wie Whisky und hat so eben, was wirklich, finde ich, tatsächlich sehr schön ist, so einen tatsächlich geschmeidigen Abgang. Und es passt gut zu einer milden Zigarre, finde ich. Und von der Komposition her tatsächlich sehr angenehm und sehr lecker, tatsächlich auch. Ja. Was würden Sie sagen, welche Zigarren am besten dazu passen? Eine stärkere oder eine milde? Wo siedeln Sie den an? Also ich finde, was ich mitbekommen habe, jetzt bei der Zigarre haben wir ja einen Filler aus der Dominikanischen Republik. Also der Tabak, der ja eher so, glaube ich, für die mildere Form steht. Und finde ich tatsächlich auch sehr angenehm, sehr gut. Also eher was Milderes als jetzt eine unbedingt stärkere Zigarre. Das ist ja auch das Connecticut Umblatt. Also eben auch das in der Komposition mild und sehr angenehm und passt dann auch. Also es ist beides, man kann beide Geschmacks... Harmonisiert, genau, auf jeden Fall. Sehr lecker. Vielen Dank für das Gespräch und ich habe festgestellt, ein absoluter Insider. Danke. Dankeschön, danke. So, noch ein Gesprächspartner hier in der Lounge zum Thema Zigarre und Brandy. Sie sind hergekommen, weil Sie gewusst haben, dass es heute ein Brandy gibt? Genau. Haben Sie vorher schon mal ein Brandy zur Zigarre genießen dürfen oder genießen wollen? Eher selten. Ich bin eher ein Rum-Fan, aber wollte das heute unbedingt mal ausprobieren. Was haben Sie so für einen Eindruck? Passt da Brandy zur Zigarre? Herrlich. Die Zigarre, die dazu kreiert wurde, das passt perfekt. Ja. Ein zufriedener Gast. Ja, genau. Wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin mit Zigarren und natürlich auch mit Brandy viel Spaß und viel Freude. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke. Ja, mittendrin und nicht nur dabei. Was rollst du da gerade? Ich roll gerade 5 Zigarre 60er Ringmaß. Ich habe 5 verschiedene Füllungen. Das heißt, ich habe Corojo Cubano, Seco, ich habe San Andrés, habe ich 2020, habe ich auch Criollo 98, dann habe ich Piloto Cubano. Mit diesem mache ich eine super Blend, ein super Zigarre, 60er Ringmaß, einwandfrei. Ich werde es nachher testen. Ja. Da kannst du mir jetzt nicht versprechen, ich muss dich nachher testen. Dann mache ich noch andere für dich, gerne. Nein, aber... Jetzt zum Brandy mal. Hast du vor dieser Veranstaltung schon mal eine Zigarre und einen Brandy verkostet? Wenn du mich fragst, Brandy habe ich ja, aber nicht kombinieren mit Zigarre. Das heißt, wir haben gestern meine Tochter und ich Zeit genommen. Ja. Wir haben zum Beispiel für ein Blend Nummer 1, was wir genießen, haben wir ein paar Zigarre getestet. Und dann haben wir gesagt, diese Zigarre passt gerade mit diesem Brandy. Weil wir müssen welche Blätter, welche Pass, welche Kombination. Das ist unsere Aufgabe, dass wir kreieren die Zigarre für die Kunden aus Kundenwunsch. Also was ich so gehört habe, habt ihr das richtig gut geschafft. Die Zigarren, die ihr ausgesucht habt, kommen richtig gut an. Und der Brandy, ist das für dich eine Alternative zu Zigarre? Ja, alle Fälle. Ja, das passt einwandfrei. Sehr lecker. Ich werde mir in einer Zukunft ein Brandy auch mit einer Zigarre auch testen. Klar, gerne. Also, Cardinal Mendoza hat heute gewonnen? Ja, 100%. Okay. Vielen Dank. 100%.